Gude und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Mein Name ist Max und ich heiße euch recht herzlich willkommen auf dem Hofgut Velvet. So, ja, ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit auf die letzten Gassen für die Traubenernte. Und wie ihr sehen könnt, ist einiges passiert. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mit dazu. Ja, dann schmeißen wir mal den Hobel an. Und werden jetzt noch die letzten Trauben ernten. Was ich bis jetzt mit den anderen Trauben gemacht habe, das erkläre ich gleich. Wie ihr sehen könnt, wir sind weiter ins Minus gerutscht. Liegt daran, dass der Traubenvollender natürlich gemietet ist. Und wie ihr sehen könnt, ich jetzt gerade in Stunde 3 bin. Das bedeutet, ich habe jetzt 3 Stunden Trauben abgeerntet im Spiel und hab sie dann in das Bahn-Silo gepackt, weil wir sie gleich verkaufen werden über den Zug. Ich hoffe, ich kriege das hin mit dem Zug. Ich habe das noch nicht gemacht. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet eine schöne Zeit. Ich wollte mich bedanken für die ganzen Daumen und die Abos. Und freue mich, dass euch die Videos gefallen. So, dann war es das mit der Traubenernte im ersten Jahr. Ich zeige euch dann gleich mal, wie viel Liter wir insgesamt ernten konnten auf unseren 3 Feldern, sozusagen auf unseren 3 Weinbergen. Ja, dann fahren wir gleich nochmal zu unserem Steier mit dem Traubentransporter und fahren dann zu dem Bahnhof und verkaufen das dann. Und dann habe ich auch noch für die Folge heute geplant, einen Ernteauftrag anzunehmen, weil wir hatten ja Patch Day. Aber dazu gleich noch mehr. Jetzt überladen wir erstmal. Ich bin übrigens von dem Plan abgekommen, eine Anhängerladung zu halten, weil durch den Patch die Preise müsste ich über ein halbes Jahr in-game ja das den Anhänger halten und das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Deswegen müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und die finanzielle Lage gibt es ja auch nicht anders her. Alles jetzt direkt zu verkaufen. Ja. Und deshalb habe ich mich da umentschieden. So, jetzt fahren wir zum Bahnhof. Und da vorne seht ihr auch schon die Erntemission. Wir werden Sorghumhirse ernten. Hat auch den Vorteil, dass wir unsere Hühner ein bisschen mitversorgen können. Und wir noch ein bisschen Geld verdienen können, weil wir doch arg im Minus sind. Ja, ich hoffe, ihr konntet alle schon den Patch runterladen und seid soweit zufrieden. Bei den Konsolen muss es wohl eher schwieriger gewesen sein, vorher zu spielen, was man so gehört hat. Ich spiele ja auf dem PC und ja, mich freut es halt, dass die Erntemissionen jetzt wieder gehen und auch die Preis-Jahreszeit-Geschichte, dass die angepasst wurde und tatsächlich die Schäfer, also diese Big Bag Halterung, da nicht mehr mein Spiel einfrieren lässt. Habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, dass sie das gelöst haben. Also, dass es auch stimmt, was in den Patch Notes steht. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem neuen Digital Content, was es noch für den Patch on top gab. So rum, Entschuldigung. Und also Wahnsinn, was da hier. Wir sind jetzt in der dritten Woche nach Release und dann wird gleich nochmal Content nachgehauen. For free. Ist natürlich
eine super Sache. So, jetzt gucken wir mal, was uns die Ernte gebracht hat. Trauben. Wir haben tatsächlich 75.000 Liter Trauben ernten können. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt im September. Natürlich geht es hier runter. Also ich weiß es nicht, ob das jetzt realistisch ist. Für mich ist es schon realistisch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, weil einfach das Angebot die Nachfrage übersteigt und dadurch ja ein Angebotsüberhang vorherrscht und das dann natürlich den Preis völlig in den Keller sinken lässt. Ja. Aber ich finde, jetzt geht es noch für einen Erntemonat, wenn man überlegt, wir müssten jetzt 2 Monate warten, bis der Preis leicht drüber liegt. Ja, bis wir oder sogar 3, wenn man es so nimmt, ja. Deswegen stoßen wir jetzt sozusagen die Trauben ab, was wir ja auch vorher festgehalten haben. Dass wir das so machen im ersten Jahr. So, dann bin ich mal gespannt. Dann fahren wir mal den Traktor hier hin. Hoffentlich funktioniert das auch. Ich habe das vorher gar nicht angeschaut. Wo kann man denn den? Ich glaube hier, ne? Ah, Moment, da muss ich die Interaktionsfelder bitte anmachen. Wo ist das nochmal gewesen? Interaktionsmarkierung an. Ah, fast. Okay, was war das? 10.000 Euro. Hat er mir jetzt einfach abgezogen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Warten wir mal auf den Zug, ob der kommt. Der Kater. Wo ist der? Da hinten kommt er. Schauen wir mal. Vielleicht setze ich einen kleinen Cut. Ich weiß es noch nicht. Aber er scheint ja relativ zügig zu kommen. Und dann checken wir noch mal den Preis in der Zeit. Hier bei Marie Sonne. Keine Ahnung, ob es Französisch ausgesprochen wird oder nicht. Kriegen wir 1.719 Euro auf 1.000 Liter. Ja. Das schmeckt natürlich, aber wir sind auch schön im Minus. Dementsprechend brauchen wir das auch, um auch ein bisschen über die Runden zu kommen. Wir wollen ja mit den Trauben, den Gewächshäusern und den Hühnern eigentlich uns selbst versorgen können, finanziell. Inwieweit wir das schaffen, wird uns das Projekt noch im Laufe der Zeit zeigen. Jetzt gehen die Schranken zu. Ja, jetzt hüpfe ich gleich in den Zug rein. Zack. Ich habe keine Ahnung, welcher da hin muss. Ist die Abdeckung jetzt offen? Ja. Motor starten, ne? Ah, ich vermute mal. Ich hoffe, dass ich die überhaupt verkaufen kann. Befüllung starten. Hier. Weizen. Trauben und Rinder mit. Da sind sie. Ist es nicht cool? Mal schnell einen Screenshot gemacht. Das Infomenü machen wir mal wieder weg. Mal schauen, ob da alles auf einmal reinpasst. Wir werden einfach rückwärts fahren, um die Kohle uns zu sparen. Ah ja, easy, da passt alles rein. Sehr gut. Und dann fahren wir rückwärts. Ach, guck mal, da war sogar wie ein kleiner Betriebshof. Ja. Dann, jetzt sehen wir hier gleich zur Rechten das Feld und das Grundstück, mit was ich liebäugle, hier dann die Ölproduktion in 2 bis 3 Jahren hinzubauen mit dem Feld zusammen. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Da hinten neben dem Gebäude kann man dann die Ölmühle hinpacken. Und hier einfach schön Sonnenblumen, Raps und vielleicht noch ein bisschen Oliven, dass man das Feld dreiteilt. Jetzt müsste es aber gleich soweit sein. Vielleicht müsste der Maprand kommen.
So. Ja, möchte ich. Wahnsinn. 130.000 Euro Umsatz haben wir jetzt gemacht. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen rausgeplopst. Das hat sich ja gelohnt. Wir halten mal uns in Erinnerung, dass wir 75.000 Liter Trauben geerntet haben. Wenn wir uns die Produktion leisten wollen, müssen wir ja gucken, dass die Produktion das ganze Jahr laufen kann mit den drei Weinbergen. Oder ob wir noch Land für die Traubenproduktion brauchen. So, jetzt haben wir kurz mal einen leichten Hänger gehabt. Ja, jetzt laufen wir zurück. Da habe ich drei Weinreben vergessen. Also im nächsten Monat, also morgen in dem Ingame-Tag, sind die Oliven dran. Das wird dann, soweit ich gehe ich von aus, nächste Folge soweit sein, dass wir dann in die Olivenernte reingehen und danach dann wir den Traubenrebenbeschnitt machen. So, jetzt machen wir aber erstmal den Auftrag. Für welchen Nachbarn? Lasst mich nochmal gucken. Ah, wieder für den Xavier. Ist ja lustig. Naja, aber den helfen wir doch gerne, ne? Steigen wir mal ein. Machen den an. So, das habe ich ein bisschen unglücklich geparkt. Ich glaube, das mal. So, aber die Zapfwelle müssen wir, glaube ich, dran machen. Ich habe es hinbekommen. Hat ein bisschen gedauert. Ja. So, dann starten wir hier die Sorghumhirse für den Xavier. Und dabei erzähle ich euch nochmal, was ich mir nach den drei ersten Folgen gedacht habe. Und ja, also wir fangen hier erstmal an mit dem Vorgewende. Ganz entspannt. Zack. Und fahren hier einmal außen rum. Mal ein Tempomat rein. Und dann sollte das funktionieren. Also Wahnsinn. Die Animationen sind echt zum LS19 echt richtig krass geworden. Diese Partikelsystem oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ich bin da kein Profi drin. Staubt ganz schön. Ja. Ja, also, wie ihr jetzt sicherlich mitbekommen habt, habe ich am Anfang von einem Weingut gesprochen. Jetzt ist es so, dass ja das Spiel FSK 0 ist. Und ich finde, bei Trauben ist es auch ganz schwer, nicht Weinreben zu sagen, Weinberg. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann überlegt, wie ich mein Projekt nenne. Ich wollte es erst Weingut nennen, aber dann ist es vielleicht... Naja, ich war da nicht so zufrieden mit, hab nochmal drüber geschlafen und dann habe ich mir gedacht, okay, nenn es Hofgut. Ja, aber Hofgut ist jetzt ein bisschen unpersönlich in dem Sinne, dass, ja, es ist einfach unpersönlich. So, und dann habe ich mir gedacht, naja, nimm mal irgendeinen französischen Namen. Gut, den kann ich nicht aussprechen. Ich kann doch nicht mal die Karte richtig aussprechen. Oh, Belleron. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt richtig war oder nicht. Und dann habe ich mir überlegt, ich finde den Namen von meinem Hund eigentlich ganz cool. Und so bin ich auf Hofgut Velvet gekommen. Der Hund heißt nämlich Velvet. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es auch so, dass die Hunde auf jedem Hof anders heißen und auch nicht mehr umbenannt werden können. Also zumindest vor Patch. Weiß jetzt nicht, ob es nach Patch habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich Velvet eigentlich ganz cool finde. Ja. Und ja, so haben wir sozusagen nach den ersten drei Folgen schon ein Rebranding gemacht. Auf den Thumbnails habt ihr schon gesehen. Das hat sich halt dann mit dem Inhalt widersprochen, was ich gesagt habe in den Videos. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy damit.
Ja. Und dann, ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache das Feld jetzt hier noch weiter, werde den Auftrag beenden und hoffentlich ein bisschen hier so übrig haben für die Hühner, die dann versorgen. Und hole euch wieder ab, sozusagen, wenn es morgen früh dann losgeht mit den Oliven. Wir haben heute einiges geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Lasst es euch gut gehen und habt einen schönen Tag. Tschüss!